Begleiten Sie mich auf eine große Zukunftsreise. Als Zukunftsforscher nehme ich Sie mit durch das 21. Jahrhundert. Sie können damit das Kommende schon heute besser verstehen. Wenn man die Welt von übermorgen kennt, kann man heute den besten Weg dahin wählen. Das große Ziel ist die Weltraumfahrt. Es wird keinen Weltuntergang noch Weltkriege geben. Die Probleme des Klimawandels, der Umweltzerstörung, des Artensterbens und der Bevölkerungsexplosion werden gelöst. Dies erreichen wir durch die Besiedlung neuer Planeten und über extraterrestrische Technologien. Damit treffen wir auf viele andere Lebensformen und Außerirdische. Wir finden so neue Freunde und Familien. Durch weiter und höher entwickelte Zivilisationen bekommen wir auch die Antwort auf viele unserer Sinnfrage. Woher kommen wir? Wohin führt uns unser Weg? Wo und wer ist Gott? Im unendlichen Universum gibt es neue Rätsel und Schätze, auch wie wir ewig leben bis unsterblich werden. In Multiversen treffen wir auf Superintelligenzen und werden als Menschheit auch zu einer. Weltraumkriege gibt es bei hochentwickelten Zivilisationen dann nicht mehr. Was den meisten von uns heute fehlt, ist dieses universelle Gesamtbild mit einer alles voraussagenden Vision. In der Science-Future-Welt 2100 sind wir, wie leben wir, mit anderen Zivilisationen friedlich auf vielen Planeten zusammen. Superintelligenzen managen als Weltregierung unsere Erde. Sie schützen sie mit einem weltumspannenden Energieschirm und regeln alle Versorgung von Lebensmittel bis Energie. Kein Mensch mehr muss mehr arbeiten. Es fehlt uns an nichts und geht uns gut. Niemand wird krank und alle können viel länger leben. Mit anderen extraterrestrischen Systemen betreiben wir friedlichen Handel. Wir können nahezu unendlich leben, können uns auch klonen und müssen so nicht mehr sterben. Quer durchs Weltall kommunizieren wir, wie holobeamen wir uns überall hin in Millisekunden. Und wir bereisen 4D-real-virtuelle Hyperräume der Galaxie. Solche Zeitreisen bringen uns in unsere Vergangenheit, wie in eine Zukunftsmatrix. Diejenigen heutigen Technologien überleben, die diese Mission hin zur Weltraumfahrt unterstützen. So Bio, Nano, Fusion, Gen, Klonen, Solar, Quanten, Gravitationsenergien. Wir sollten unsere Kinder auf diese Zukunft vorbereiten. Alles, was sie über diese Zukunft lernen, bereitet sie auf ihre Welt von übermorgen vor. Sie leben 2100 in einer perfekteren Welt. Meine Prognosen leite ich von diesen großen wie langfristigen Zukunftsbildern ab. Das heißt, ich schaue aus der Zukunft rückwärts und treffe so meine Zukunftsprognosen und Analysen als Zukunftswissenschaftler. Und als Zukunftsforscherexperte kenne ich die Mittel und Wege, um die Zukunft zu verändern, wie zu gestalten, damit unsere Kinder wie unsere Welt geschützt sind. Folgen Sie mir.